Gut, gut, gut. Ich hab ihn auch. Ich hab ihn auch. Jetzt gehe ich zum Schwimmen. Im Eis. Und nimm das andere Paket mit, sicherheitshalber. Als ich das ganze Bienenzeug. Weil bei dem Typ weiß ich echt nicht, wie ich da reinkommen soll. Das war die falsche Seite. Und so langsam wird das ganze Level hell. Gorilla-Wälder, Elfenbeingipfel, Markberg. Da wollte ich doch hin, ne? Ja. Ah, ich wollte einen höheren, okay. Ja. Hier kann ich den Knopf drücken. Dann fällt der noch eine Etage tiefer. Dann kann ich hier den Knopf drücken, fällt der noch eine Etage tiefer. Wenn ich den Knopf hier drücke, passiert gar nichts. Ah, jetzt passiert hier was. Okay. Du hast eine Kugel voll betrieben schwarzen Eiter bekommen. Sie ist eiskalt. Das klingt erstmal nicht so lecker. Aber okay. Schön, dass meine Kugel Auftrieb hat. Tauchen, auftauchen. Oh, tauchen. Noch so ein Secret Dude. Und ich müsste jetzt da oben hin, um. Ich gehe in der Zwischenstation dazu aus. Wo ist die Dame, die da mir gesagt hat, dass hier nicht wirklich nichts wird da? Gut, dann bin ich jetzt hier oben. Da sind noch zwei Dudes. Versteckt. Eine hier. Und der andere da drüben. Bitte. Achso, da unten ist noch so ein Sprenger. Okay. Naja, ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Schauen wir nochmal hier lang. Da haben wir auch noch was zu entdecken. Immer hier nach links.
Den Briefkasten habe ich gefüllt und dann. Tschüss. Habe ich die auch alle erwischt? Jetzt. Ich habe keine Ahnung, wie ich den hier rauskriegen könnte. Aber vielleicht habe ich ja hier noch was. Da unten ist auf jeden Fall noch einer. Wo ich aber jetzt hier nicht so links komme, sondern. Ach komm. Ich mache jetzt erstmal. Ein bisschen Spaß. Hier komme ich nach links. Hä? Wo ist er denn? Da ist er denn. Ah, noch, die kochende Unterseite ist da vorne. Okay. Okay. Ich ärgere ihn nochmal. Pass auf, ich gebe dir eine Frucht. Hör bitte auf, hier rumzuhängen, bevor du noch andere auf meinen Versteck aufmerksam machst. Okay. Ich will wieder nach da oben. Okay, ich gehe wieder zu der anderen Dame. Die mir gesagt hat, die Bahn ist kaputt. Und dann gehe ich wieder hoch und ja. Zu den anderen. Okay, instinktiv habe ich es richtig rumgemacht. Und jetzt kann ich hier schön tauchen gehen. Das war hier ein Ring, also das war der Strand, ja. Okay, hier ist wieder so ein. Hier geht's ab. Wie viel habe ich? Acht. Dachte ich mir. Neun? Okay. Juhu. Der Weg ist versiegelt. Der einzige, der ist, und das Wasser, ja.
Okay, da muss ich hin. Noch ein Schipper darunter. Ich finde es auch schön, dass ich als Käfer unendlich Sauerstoff habe. Also stundenlang tauchen kann. Und jetzt darf ich hier wieder Flipper spielen. Und zwar richtig. Und keiner darf sich fragen, warum eigentlich der Käfer mit dem Ball verbunden ist. Das macht man nicht. Gut, und hüpp. Und hüpp. Und Tür offen. Warum mache ich das jetzt eigentlich noch? Hier geht's raus. Und damit mache ich dieses Ding da auf. Ja. Und das bringt mir keine Ahnung was. Ah gut, der powert mich jetzt hier durch irgendwelche Sachen. Und ich bin irgendwo. Das bringt mich wieder raus. Ja, schön. Weiß ich das für später. Jetzt brauche ich dich erstmal wieder hier rum durchpumpen. Ich brauche irgendwas zu trinken, sonst drehe ich nur durch. Wasser. Das Beste, was man trinken kann. Ah, ich habe die Tür kaputt gemacht. Und ich nicht wusste, dass sie da ist. Naja. Der Höhlentempel. In diesen Hallen befindet sich die aufgezeichnete Geschichte der Insel Mokomana. Die Geschichten wurden von anderen von den Undas überliefert und erhalten. Am Anbeginn der Zeit wurde die Insel Ältesten. Am Anbeginn der Zeit wurden die Inselältesten geboren. Macht durchaus ergibt das Sinn, ja. Das war alles. Ja, die Inselältesten wurden als erstes geboren. Hi! Hör schon wieder. Ah, mein Assistent. Da wir beide hier sind, können wir beginnen. Meiner Kristallkugel zufolge ist ein weiteres Teil ganz in der Nähe. Dieser Knopf ist der erste Teil der Sequenz. Ich halte ihn gedrückt, während du das Teil suchst. Halte Ausschau nach seinem magischen Glühen dort unten. Okay. Mach ich doch das. Und nimm den Schlüssel hier mit. Einen blauen Schlüssel. Was öffnet eine blaue Tür? Ich weiß, ist jetzt das Blaue geraten, aber... War da gerade noch ein blauer Witz? Egal. Okay, Schuss. Schön, dass ich erst spiele und dann gucke. Ich bin so dumm. Naja, es gibt Schlimmeres. Ja,
Ja, irgendwann finde ich auch noch raus, was für Zähler das waren. Und da muss ich übrigens hinschießen. Hab ihn. Ja, raus wollte ich noch nicht. Das wollte ich. Ach, da oben muss ich hin. Okay. Irgendwann habe ich den Punkt raus, wo ich treffe, damit ich da oben hinkomme. Und der war es nicht. Hallo, ich muss da oben die Dinger. Okay. Ich kann auch da treffen, okay. Das war doch mal straight. Ja. Und jetzt kriege ich nebenbei Früchte, wenn ich das schon verkacke. Okay, komm. Aber mit Vollgas. Und 40. 50. Oh oh. Habe ich irgendwas fallen gelassen? Offen, endlich. Jetzt muss ich da oben rein, ja? Und damit das da offen geht. Alter. Und Schuss. Nein. Ich habe auch kein Problem damit, hier erstmal alles voll zu kriegen. Sag mal. Irgendwas konnte ich da gerade mit A machen. Das konnte ich mit A machen. Ich habe mir schon wieder A angezeigt. Was ist das? Ein weiteres Teil von Umbaras Rätsel. Ach, das ist Umbaras Rätsel. Okay. Du solltest es zu Willows Zelt bringen, ja? Später. Erstmal kriege ich irgendwie raus, wie ich jetzt endlich da rauskomme. Das ist hier doch alles schon ausgeleert. Danke. Nächstes Spiel. Mit Schnecken. Naja, wenigstens treffe ich den sofort. Okay, gut. Ja, ich sehe nicht selbst die Testen verwechseln.
Zack. Okay, gehen wir halt darüber. So. Und machen das wieder kaputt. Naja. Wenigstens habe ich es jetzt offen. Und nochmal da drin, 43. Die Hälfte habe ich geöffnet. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich da oben hinkomme.